Cerebellum, der Meckerkopf. Er meckert und meckert über diese Welt, aber es gibt Leute, die fragen mich, warum ich was gegen Menschen habe, allgemein nicht so ein Menschenfreund bin, meine Äußerungen meist gegen die Menschheit sind. Was soll ich euch sagen? Bevor der Mensch da war, konnten die noch frei rumschwimmen. Bevor der Mensch da war, war die Welt unbekümmert und frei. Die Natur hat regiert. Die Natur, nicht der Mensch. Zwar hat uns die Natur teilweise noch im Griff. Sie zeigt uns gelegentlich über irgendwelche Unwetter und Katastrophen, wer eigentlich das Sagen hat, um uns arrogante Menschen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen. Aber was wir schon anrichten, was Millionen Jahre gebraucht hat, um zu entstehen, Millionen Jahre genialer Architektur, genialen Design. Die Natur ist für mich der beste Designer, größte Künstler, das Schönste, was es gibt, was wir überhaupt kennen, was unser Geist erfassen kann, ist die Natur. Und wir treten sie mit Füßen, wir Menschen. Und das kotzt mich an, widert mich an. Wenn Leute mich fragen, warum hast du noch keine Kinder, sage ich, ich weiß nicht, ob es so gut ist, Kinder in die Welt zu setzen. Wir sind schon so viele Menschen. Wir haben ja definitiv eine Überbevölkerung, das ist Fakt. Will ich dazu beitragen, dass die Meere in diesem Fall noch mehr abgefischt werden, dass die Landschaften, die Bäume zerstört werden, dass wir alles unter den Nagel reißen, was uns in die Hände kommt, alles kaputt machen, alles zerstören? Es fällt mir schwer, in diese Welt ein Kind reinzusetzen, denn wir haben genug. Was traurig ist, könnten jetzt wieder Leute sagen, Menschen wie ich, die sich eventuell über die Welt Gedanken machen, wären vielleicht gar nicht so schlecht. Als Vater, als Eltern. Könnte sogar sein. Andere, die sich in Scheiß um diese Welt kümmern, die nie sich über Sachen Gedanken machen, haben 10 Kinder, 5 Kinder, 7 Kinder und die Kinder werden sich genauso wenig um die Welt machen. Und denen wird das dann total egal sein, was diese Augen sagen. Das sind übrigens jetzt im Hintergrund alles Tiere, die mittlerweile ausgestorben sind, die wir Menschen ausgerottet haben. In den paar hundert Jahren, die wir die Meere beschiffen. Wirtschaft ist vorne, Geld zählt, Überleben zählt. Scheiß drauf. Und das soll man einem Kind sagen. Wenn ein Kind zur Welt kommt, soll man ihm als Vater sagen, werd genauso, du musst fressen, sonst wirst du gefressen, du musst überleben, die Ellenbogen rausholen. Soll man ihm Moral beibringen, gute Werte? Oder kann man mit ihm nur traurig durch ein Museum gehen, in dem lauter Tiere sind, die ausgestorben sind? Das würde mir keinen Spaß machen als Vater. Denkt mal drüber nach, Leute. Wir haben nur diese eine, gottverdammt eine Welt. Und es ist wirklich 12:05. Aber ich befürchte als böser Realist, dass sich nichts ändern wird auf dieser Welt. Gar nichts. Cerebellum ist raus, ist traurig. Machen wir einfach weiter so. Richtung gar aus. Volle Kraft voraus, Richtung gar aus. Eine Textzeile von mir. 100 Edition Records sagt Tschüss. Tschüss.